Ja, hallo und herzlich willkommen zum Urlaubschecker live heute aus dem Kairaba Sandy Villas. Und das macht mir richtig Spaß hier. Ich bin schon den ganzen Tag und die ganzen letzten Tage hier im Hotel und kann nur sagen, das ist ein besonderes Hotel. Das ist ein Hotel, was ihr unbedingt buchen müsst, zumindest wenn ihr erwachsene Gäste seid. Also es ist kein Familienhotel, es ist ein Hotel ausschließlich für Erwachsene. Nebenan, da fahren wir auch nachher durch, seht ihr das La Branda Sandy Beach. Das ist wiederum ein Familienhotel, also hier ist für jeden genau das Richtige vorhanden. Aber hier, ich möchte jetzt am liebsten mal still sein, weil dann hört ihr, dass ihr eigentlich fast gar nichts hört. Und das ist das Besondere hier an diesem Hotel. Und schaut mal, was hier los ist. Nämlich Stille, oder? Also ganz, ganz toll. Und ich werde euch jetzt im Urlaubschecker ferngesteuert das Hotel, das La Branda, das Kairaba Sandy Villas vorstellen. Und wir haben ja ein richtig tolles Upgrade mit dabei bei diesem Angebot. Und ja, da gibt es eben eine Suite bzw. eine Junior Suite mit dabei, mit dem hier, mit dem direkten Zugang zum Pool. Ich stehe nämlich jetzt gerade hier auf der Terrasse von eurem Zimmer, wenn ihr hier Urlaub macht. Und dann habt ihr ja sowohl da die Liegen und den Sonnenschirm als aber auch den Pool. So, ich drehe es jetzt mal um und dann seht ihr natürlich noch viel, viel besser, was das Hotel alles zu bieten hat. Und schickt mir gerne eure Fragen. Ich versuche alles so gut wie möglich zu beantworten und natürlich auch so gut wie möglich zu zeigen. Viel Spaß beim Urlaubschecker ferngesteuert live aus dem 5-Sterne Kairaba Sandy Villas. So, genau, da haben wir die Terrasse und die beiden Liegen. Die sind jetzt also nicht für euch extra dorthin gestellt, sondern die stehen natürlich immer dort. Und wenn ihr hier in diesem Zimmer seid, was das Zimmer 104 ist, dann ist das eure Leiter und euer Bereich zum Pool. Und dann hat man hier am Anfang so einen flachen Bereich und dann geht es natürlich auch tiefer. Und ja, ich zähle mal durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also 6 Zimmer teilen sich diesen fantastischen Pool und mit dieser riesengroßen Terrasse. Das seht ihr gerade exklusiv bei Facebook. Ich warte jetzt auch noch, dass die Sonnenklar-TV-Zuschauer dazukommen. Das ist ja immer sehr exklusiv hier am Anfang, aber die anderen sind auch noch mit dabei. Ja, vielen Dank, Goofy, für die Übergabe und herzlich willkommen jetzt auch an alle Sonnenklar-TV-Zuschauer hier aus dem Kairaba Sandy Villas. Das, was man jetzt gerade hier schon sieht und das ist das Erste, was ich zeigen wollte, das ist der private Einstieg in den Pool. Insgesamt 6 Zimmer, 6 Suiten teilen sich hier einen Pool und bei diesem Angebot ist dieses Zimmer-Upgrade kostenlos mit dabei. Und das ist natürlich etwas, was man durchaus mal genießen kann, oder? Also Sitzgelegenheiten, kann man sich das Frühstück servieren lassen, wenn man möchte. Hier natürlich dann die Liegen und eben nochmal der Blick auf diesen wunderbaren Pool. Zeige ich euch mal die Suite. Gehen wir rein. Da haben wir einerseits einen Wohnbereich, den es hier gibt. Tatsächlich 2 getrennte Zimmer. Und selbst dieser Wohnbereich hat nochmal ein extra Badezimmer auch, beziehungsweise eine extra Toilette mit einer Dusche. Ja, zeige ich auch mal, dass die auch wirklich mit dabei ist. Hier genau die Dusche und Fernseher da. Dann gibt es aber auch hier nochmal das Schlafzimmer. Und das Schlafzimmer hat genauso den Zugang zur Terrasse. Und natürlich dadurch auch zum Pool. Da ist es. Richtig schön. Und neben dem Bett und dem Kleiderschrank gibt es hier natürlich auch nochmal wieder einerseits Waschbecken, Waschgelegenheiten. Hier ist nochmal eine abschließbare Toilette. Sieht man hier. Und hier aber auch nochmal eine Dusche.
Also es gibt praktisch zwei Toiletten, zwei Duschen, zwei Waschbecken, das Bett bzw. Schlafzimmer, das Wohnzimmer und das Wichtigste ist natürlich klar diese super schöne Terrasse mit dem Zugang zum Pool. Insgesamt hat das Hotel nur 92 Zimmer. Das geht hier ganz, ganz exklusiv zu und das zeige ich euch auch. Also hier herrscht eine absolute Ruhe im Hotel und das ist wirklich ganz, ganz besonders. Also hier wird auch keine großartige Animation geboten. Es ist ja nur für erwachsene Gäste. Nebenan, das Hotel ist ein Familienhotel, aber dieser Bereich vom Kairaba Sandy Villas ist ein Haus ausschließlich für erwachsene Gäste. Und das bedeutet auch, hier wirklich ja, alles da, was man braucht und alles sehr ruhig, sehr gediegen. Und ich weiß, das lieben die Sonnenklar-TV-Gäste. Und wenn man etwas mehr Action haben möchte, na, dann geht man halt nach nebenan. So. Das ist in dem Gebäude, was ihr jetzt seht, befindet sich die Lobby und das Restaurant und die Lobbybar. Wir haben ja hier, sind wir eine Stunde weiter. Jetzt ist es gerade 15.20 Uhr. Das heißt, das Mittagessen ist schon vorbei. Ich kann es euch also nicht zeigen. Das ist die Terrasse vom Restaurant. Morgens, mittags und abends werdet ihr hier verwöhnt. Und hier gilt wirklich klasse Stadtmasse, also richtig schön. So, hier befindet sich dann praktisch die Poolbar mit dem, ich nenne ihn mal Gemeinschaftspool. Also unsere Gäste haben ja diesen exklusiven Zugang zum eigenen Pool, den sich nur 6 Zimmer teilen. Aber es gibt natürlich auch noch Zimmer im ersten Obergeschoss, die keinen Poolzugang haben. Die wollen natürlich auch einen Pool genießen. Die können dann hier an diesen Pool gehen. Aber wie gesagt, Sonnenklar-TV-Gäste haben den exklusiven Zugang, den ihr gerade gesehen habt. So, das, was ihr hört, ist ganz, ganz leise Musik. Die hört man da hinten an den Liegen zum Beispiel gar nicht. Hier nochmal ein Blick in die Poolbar. Man kriegt es insgesamt mit, ja, dass es sehr, sehr gediegen zugeht. Übrigens, ich kann euch ja jetzt, wie gesagt, das Mittagessen nicht zeigen, weil die Zeit ist ja schon vorbei. Aber ich habe mir was überlegt, denn ich habe das vorhin aufgezeichnet, als tatsächlich die ganzen Gäste da waren im Restaurant und zu Mittag gegessen haben. Da habe ich das einmal abgefilmt. Und wir werden hinterher natürlich dieses Video auch wieder auf YouTube veröffentlichen. Vielleicht heute Abend noch, ansonsten morgen im Laufe des Tages. Da könnt ihr dann, da schneiden wir das dann hinten dran, so dass ihr dann tatsächlich auch mal sehen könnt, ja, was es denn auf dem Buffet gibt. Und ich kann euch sagen, wirklich auch hier, klasse Stadtmasse. Es ist eine schöne Auswahl, eine sehr, sehr reichhaltige Auswahl, aber alles wird super schön dargeboten und es sieht so einfach so lecker aus und ich habe es ja probiert heute Mittag. Es ist auch sehr, sehr lecker. So, gehen wir mal in den Lobbybereich rein. Und dann haben wir hier die Rezeption. Hallo. Und hier auch schon die aktuelle Auszeichnung. Nämlich den Holiday Check Award 2022. 2020 gab es übrigens auch einen und 2019 gab es auch einen. Das Hotel ist ja erst 2018, also vor 4 Jahren, geöffnet worden oder eröffnet worden und seitdem in 4 Jahren schon 3-mal einen Holiday Check Award bekommen. Super, oder? So, das ist die Lobbybar. Kriegt ihr natürlich auch alles super serviert. So heißt die Medusa Lobbybar. Und hier wäre normalerweise dann der Eingang zum Restaurant, ist jetzt geschlossen. Aber nochmal der Hinweis, später im Laufe des Tages, heute oder aber dann morgen spätestens, gibt es dann das drangeschnitten an diesen Urlaubschecker auf YouTube. Den Link werden wir uns euch dann nochmal verraten, aber ihr könnt auch einfach nach Urlaubschecker und dem Hotelnamen suchen und da werdet ihr das Hotel dann finden. So, wisst ihr, was das Allerbeste ist? Es gibt hier natürlich einen Strand und einen sehr exklusiven Strandbereich. Den möchte ich euch auch noch zeigen. Und deshalb
Gibt es hier sowas? Ist das super? Okay, Pick-up-Station von 8 Uhr morgens bis Mitternacht. Ja, muss man sich mal vorstellen. Bitte drücken Sie auf den Knopf für den Shuttle-Transport. Bam, hau den Lukas, dann leuchtet es hier grün. Und dann sollte jetzt gleich hoffentlich ein Shuttle kommen und mich dann zum Strand fahren. Ja, ist das toll. Und da setze ich mich jetzt direkt mal drauf. Hallo, hallo. Hallo. Okay, dann würde ich vorschlagen, wir fahren zum Strand, oder? Dann seht ihr da gleich auch nochmal den La Brenda Sandy Beach Bereich. Das ist ja das Nachbarhotel, das Familienhotel. Und da fahren wir dann jetzt gleich durch. Und dann könnt ihr euch wirklich drauf freuen. Ich greife schon mal vorweg, weil der Strandbereich vom Kairaba hier, also von dem Hotel, was ich euch jetzt gerade vorstelle, der ist so toll und der ist so groß und da gibt es immer ganz, ganz viele freie Liegen. Man muss sich das mal vorstellen, weil, so, jetzt haben wir 15.25 Uhr, also absolute Strandzeit. Das Hotel ist komplett ausgebucht. Selbst das Zimmer, was ich euch gerade gezeigt habe, das wird jetzt gleich an Gäste vergeben. Und dann macht euch euer eigenes Bild. Ihr werdet gleich sehen, wie viele Liegen da besetzt sind und noch frei sind und was ihr da alles für Möglichkeiten habt. Das finde ich so exklusiv und so toll. So, das sind also hier die Wege. Super schön gestaltet. Sehr, sehr gepflegt. Alles super sauber. Und fahren wir zum Strand. Ja, was gibt's zu sagen? 92 Zimmer hat das Hotel. Ich gebe euch mal ein paar Informationen. Es ist natürlich mit All-Inclusive buchbar. Und morgens, mittags, abends gibt es was zu essen. Es gibt Spezialitätenrestaurants, zum Beispiel eine griechische Taverne direkt am Strand. Auch die werdet ihr gleich noch sehen. Dann könnt ihr dann abends lecker, lecker griechisch essen, euch verwöhnen lassen und den Sonnenuntergang hinter den Dünen beobachten. Okay. Und das ist es eigentlich auch schon. Also klein, aber fein. Es besteht hier aus den ganzen Zimmern im Erdgeschoss mit dem Poolzugang, so wie ihr ihn bekommt bei diesem Angebot. Ja, unten einfach auf den Link klicken, beziehungsweise oben auf den Link klicken. Ich weiß gar nicht, wo er ist. Und die anderen Gäste, die mehr bezahlen, haben dann oben die Zimmer und keinen eigenen Pool. Wer Tennis spielen möchte, auch ein ganz, ganz neuer Tennisplatz, auch erst 4 Jahre alt, kann das natürlich auch tun, sogar mit Beleuchtung. Ne? Also da sind so kleine Flutlichter installiert. Und jetzt haben wir praktisch das Gelände vom Kairaba, vom Kairaba Sandy Villas schon verlassen und sind auf dem Gelände vom La Brenda Sandy Beach, praktisch dem 4-Sterne-Nachbarhotel. Das Kairaba ist ja ein 5-Sterne-Hotel und hier kommt jetzt das 4-Sterne-Hotel, das Familienhotel. Und ich finde ebenso toll, dass man nicht den Shuttle gesagt hat, okay, wir haben hier so einen Minibus und der fährt alle halbe Stunde und bringt euch dann zum Strand zu festgelegten Zeiten, sondern man fährt an den Strand, wenn ihr an den Strand möchtet. Und das ist natürlich super schön und super angenehm. Und ich zeige euch gleich übrigens auch, wie ihr wieder zurückkommt. Ja, ihr müsst da nicht laufen, aber dazu später mehr hier in diesem Urlaubschecker ferngesteuert aus dem Hotel. So, das ist immer noch das La Brenda Sandy Beach. Da merkt man gleich mal ein bisschen mehr los, ne? Also hier ist richtig Action im Hotel. Lange nicht so exklusiv wie bei euch. Es ist auch total schön hier und es ist perfekt für Familien, aber wenn ihr als Paar verreisen möchtet oder Freunde oder Freundinnen, die zusammen einen tollen Urlaub verbringen möchten, dann ist das Kairaba Sandy Villas natürlich viel, viel besser.
So, gestern bin ich übrigens den Weg einige Male gelaufen. Das ist auch in Ordnung. Ja, da läuft man dann 5 bis 10 Minuten. Ist ja auch ein schöner Weg hier, den man geht durch das andere Hotel. Aber man kann sich eben auch fahren lassen. Und jetzt sind wir auch gleich schon am Strand. Hier gibt es übrigens einen Spa-Bereich. Also den könnt ihr natürlich auch mitnutzen, diesen Spa-Bereich. Die Anwendungen, die dort angeboten werden, ist doch klar. So, und jetzt sind wir auch schon am Strand. Und den möchte ich auch euch natürlich unbedingt zeigen, diesen Strandbereich. Der ist jetzt exklusiv für Gäste vom Kairaba Sandy Villas Hotel. Da dürfen keine anderen Gäste rein. Erst recht keine Kinder. So, dann habt ihr hier einen super schönen Bereich, einen Lounge-Bereich. So, und jetzt kommt der Clou. Ihr habt es vielleicht gerade schon gesehen. Hier ist ein Pool. Und dieser Pool ist ganz, ganz neu. Und ihr könnt wahrscheinlich im Hintergrund auch schon das Meer sehen. Ihr habt also nicht nur den Pool am Hotel, sondern ihr habt hier auch noch einen Pool direkt am Strand. Und das ist natürlich mega, ja, dass man sich da im Prinzip gar nicht entscheiden muss zwischen Pool und Strand, sondern wenn man hier ist zum Beispiel, dann kann man beides haben. Ja, mit super schönen Sonnenbetten. Hier nochmal dieser Bereich und schaut, da vorne ist der Strand. Wunderbar. Und da gehen wir jetzt auch mal hin, weil ich hatte euch ja versprochen, dass ich euch diesen Bereich zeigen möchte, wo ihr dann tatsächlich auch so viel Platz habt und keine Liegen reservieren müsst. Da gehen wir einfach mal hin, oder? Ich finde den eh super hier, den Strand. Der ist ganz, ganz feinsandig und der ist richtig lang. Wenn ihr mal da hinten schaut, der endet in so einer richtigen Dünenlandschaft. Ganz toll. So, und jetzt gehen wir zum Strandbereich vom Kairaba, von den Kairaba Sandy Villas. Der ist jetzt hier vorne. So, und achtet darauf, was ich euch vorhin gesagt habe, wie viel freie Liegen es noch gibt. Selbst in der ersten Reihe, das ist irre. Ja? Und das ist für mich ein richtig guter und auch ein exklusiver Urlaub. Wenn man sich darüber keine Gedanken machen muss, ach, kriege ich hier noch einen Platz oder kriege ich keinen Platz? Hier kriegt man diesen Platz. So, zum Vergleich, La Branda Sandy Beach. Da ist es schon ein bisschen voller, oder? Das ist der 4-Sterne-Bereich. Und hier ist euer exklusiver Strandbereich. Und das wird auch kontrolliert, kann man nämlich an den Handtüchern erkennen, ob ihr tatsächlich echte Hotelgäste seid oder eben nicht. So, super feinsandig und schaut hin, das Hotel ist ausgebucht und es gibt sowohl noch Sonnenschirme mit Liegen als aber auch noch hier in der ersten Reihe freie Liegen. So, da haben wir sie, die Liegen. Und jetzt schaut euch bitte diesen Übergang an. Vom Strand ins Wasser, komplett feiner Sand. Irre, oder? Da hinten wird auch natürlich Wassersport angeboten und da ist dann diese Dünenlandschaft. Und hier im Prinzip, ja, ab da beginnt praktisch der Strandbereich vom Sandy Beach. Ne? Und da ist dann schon ein bisschen mehr los. Also super exklusiv hier für euch, was ihr genießen könnt. Frei liegen.
gehen wir wieder zurück. Und dann schauen wir natürlich auch nochmal in einem der Spezialitäten bzw. à la carte Restaurants vorbei. Das hätten wir hier direkt mit dem Blick auf den Strand, aufs Meer und gerade in den Abendstunden ist das wunderschön, hier zu sitzen und dann diesen Ausblick zu genießen. Und da hinten, in dem Bereich, da geht die Sonne unter. Und das habe ich, vorgestern hatten wir hier ein gemeinsames Abendessen und das war echt einfach richtig schön. Da nochmal der Blick auf den Strand. Da habt ihr ihn. Und ich bin ja so jemand, ich bin sowohl gerne am Pool als auch am Strand. Und von daher finde ich das perfekt, dass man eben hier jetzt noch diesen zusätzlichen Pool gebaut hat. Und auch hier wieder das Hinweisschild. Kairaba Sandy Villas. Nur erwachsene Gäste. Und da haben wir ihn wieder, diesen Pool. Und hier kriegt ihr natürlich auch was zu trinken, ist doch klar. Und das natürlich auch mit eurer All-Inclusive-Verpflegung. Und hier gibt es natürlich auch Snacks, alles was ihr essen möchtet. Wobei die meisten Gäste lassen sich dann am liebsten ins Hotel fahren. So, und jetzt zeige ich euch noch den Clou, weil jetzt möchte ich wieder zurück ins Hotel, also in mein Hotel vom Strand, will abgeholt werden. Und jetzt habe ich natürlich die Qual der Wahl. Laufe ich den ganzen Weg wieder zurück oder lasse ich mich fahren? Und ja, das Beste ist, dass es auch hier wieder so eine Pickup-Station gibt bis 0 Uhr abends, wenn ihr zum Beispiel länger im griechischen à la carte Restaurant sitzt, nicht laufen möchtet danach, dann könnt ihr euch danach hier abholen lassen, einfach wieder hier auf diesen Knopf drücken und ja, ab wieder in euer Hotel, in eure Junior Suite bzw. in eure Suite mit privatem Poolzugang. Und das war's auch schon. Es gibt ja gar nicht so viel zu zeigen, weil es so ein kleines, exklusives Hotel ist, was ihr hier genießen könnt. Und ja, ich habe es ausprobiert die ganzen letzten Tage und kann euch nur sagen, es hat sich gelohnt. Von daher würde ich sagen, ich verabschiede mich jetzt. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie unten in die Kommentare. Wir versuchen das so schnell wie möglich alles zu beantworten. Und auf YouTube nochmal der Hinweis, seht ihr morgen auch dann auch nochmal den Restaurantbereich. Nicht im Leerlauf, sondern tatsächlich im Betrieb oder vielleicht heute Abend schon, je nachdem wie schnell das geht mit dem Hochladen. Guckt da gerne mal rein, es lohnt sich. Auch beim Mittagessen eine absolut schöne und gediegene Atmosphäre. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis zum nächsten Urlaubschecker. Ich freue mich drauf. Hier bei unserer Levante-Woche. Ich bin ja für euch noch ein bisschen länger unterwegs. Fliege heute Abend hier von der Insel Korfu nach Rhodos. Und danach geht's weiter nach Kreta. Also, bis dann. Schönen Tag noch. Und bis ganz bald bei Sonnenklar TV. Der Urlaubschecker live ist jetzt zu Ende, aber trotzdem geht er irgendwie weiter. Denn natürlich konnte ich euch um diese Zeit das Mittagsbuffet gar nicht mehr zeigen, weil es war schon vorbei mit dem Mittagessen. Das möchte ich euch aber unbedingt zeigen, denn es gehört natürlich dazu, dass ihr auch seht, was es zu essen gibt und wie es hier im Restaurant aussieht, wenn zum Beispiel das Restaurant geöffnet ist, jetzt hier um die Mittagszeit. Und von daher geht jetzt hier auf YouTube exklusiv der Urlaubschecker ein bisschen in die Verlängerung und ich zeige euch das Mittagessen. Viel Spaß dabei!
So, starten wir mit der Terrasse. So sieht's aus, wenn auch Gäste da sind. Ja, ihr habt sie gerade schon im Urlaubschecker gesehen, aber jetzt ist gerade Mittagessenzeit und von daher sind natürlich ein paar mehr Leute da. Genauso wie im Innenbereich vom Restaurant. Da kann man natürlich auch drinnen essen. Und was gibt es zu essen? Ich zeig's euch. So, starten wir mit einem kleinen, ich nenne es mal Gruß aus der Küche. Schinkenfeige, ein Meerrettich-Schäumchen dazu und da ist der Chef Andreas. Hallo. Und weiter geht's. Willkommen. Willkommen, willkommen. Oh, lecker, lecker. Schweinefilet mit einer Pfeffersoße. Sehr gut. Steht natürlich auch immer noch deutsch dort. Krustierter Schweinebraten. Toll. Okay. Eine Suppe gibt es auch. Heute ist es eine Tomatensuppe. Die könnt ihr natürlich mit Croutons, mit verschiedenen Gemüse noch zusätzlich pimpen. Genauso wie mit Käse. Hier nochmal ein Blick auch auf die warmen Gerichte. Was es sonst noch gibt. Ravioli mit vier Käse. Boah, die hole ich mir gleich. Okay, das steht schon mal fest. Und hier natürlich auch frisch gebratenes Fleisch, Barbecue-Hähnchenschenkel. Klar, Pommes dürfen nie fehlen, auch nicht in einem Fünf-Sterne-Haus. Und ja, natürlich auch feine Salate, Vorspeisen, Käse hier, Schinken. Alles da für euch. Und natürlich auch Tzatziki und Salate. Perfekt. Und Süßes. So, und ihr seht, ich bin jetzt hier nicht vorher reingegangen, bevor noch keine Gäste da waren. Mittlerweile ist das Restaurant seit einer Stunde geöffnet, denn wir haben seit einer Stunde und 15. So lange sind schon Gäste hier und nehmen sich was zu essen und trotzdem sieht es immer noch so ordentlich aus und stilvoll. Und das ist eben das, was das Hotel auch auszeichnet. Wirklich allerbesten Service, leckeres Essen, eine tolle Darbietung. Das gibt es alles hier. So, wenn ihr möchtet, dann macht Urlaub hier. Übrigens die verschiedensten süßen Sachen und Kleinigkeiten gibt es natürlich auch noch. Ganz klar. Und verschiedene Gewürze noch. Nelken, Oregano, Muskatnuss, also alles, was ihr möchtet, könnt ihr hier noch zusätzlich haben. Und ein kleines Olivenbäumchen steht auch noch sogar hier. So. Vielen Dank. Ja, und damit verabschiede ich mich jetzt wirklich für den Urlaubschecker heute hier aus dem 5-Sterne Kairawa Sandy Villas. Das gefällt mir hier richtig gut im Hotel und jetzt gab es den Urlaubschecker live für euch und exklusiv auf YouTube noch mit der Version und dem Mittagessen. Also bis zum nächsten Mal hier aus Griechenland. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und dabei seid. Tschüss!